Nein, schon wieder? Ich muss überlegen, da leben einfach Menschen, ne? Das so, da wirst du auch bekloppt. Wir gehen rein in Fritz Meinecke. Das war's komplett. Bikepacking Abenteuer Kyrgyzstan. Ich hab Bock. Am 18.06. ist mein Buch erschienen, Inside SEK, ist inzwischen tatsächlich schon Spiegel-Bestseller. Danke daher an euch. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, checkt unten den Link in der Videobeschreibung auf, da ist das Ganze verlinkt. Am 15.07. kommt das Ganze auch als Hörbuch raus, das heißt, ihr könnt es euch dann auch als Hörbuch reinziehen. Danke für den Support, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt auschecken und ja, viel Spaß damit. Holy moly, die Softdrink-Revolution ist da. Sorte auswählen, Pulver rein in den Shaker, Wasser drauf, schütteln und rein in den Schlund. Kein Zucker und geiler Geschmack dank natürlicher Aromen. Probiere jetzt die drei atemberaubenden Kategorien Energy, Iced Tea und Hydration im Starter Set Deluxe. Alle Links und die Rabattcodes findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ich liebe jetzt schon wieder alles daran. Also, wir lachen hier, aber das ist halt wirklich jetzt, also, es kommt wirklich jetzt die komplette Zerstörung eigentlich. Ja. Max hat mir jetzt hier nochmal so ein Eis mitgebracht. Er meinte, damit gehen wir steil auf den Pass. Damit gehen wir steil auf den Pass. Ich geh schon rein in eine Bronchitis. Erschöpfungshusten, so. Mhm. Belastungshusten. Ja. Was für eine Ladung. Ob da jemand krank ist? Nicht mehr, Mann. Das ist alles so lustig. Scheiße, ey. Wir werden so sterben. Hier. Ja. Zwei von denen sind leicht zu transportieren. Hätte ich auch gesagt. Passierte Tomate ist. Oh ja. Das ist ja. Aber ist doch gut, oder? Ja. Auch jetzt für den Anstieg, wir brauchen jetzt auch noch, also wir sind ja jetzt schon alle so... Er hat Seiten nochmal wirklich, wie in Folge 1 beschrieben, nochmal richtig stark auf Null machen lassen, ne? Ein halb offener Zustand. Fuck. Und das kommt jetzt an die Hitze und alles, das kommt gleich richtig zusammen. Geil. Also Alex hat gerade gesagt, dass er wirklich mein Setup und mein Fahrrad und wie das alles zusammengebaut ist, quasi fast schon ekelhaft abstoßen findet. Ja. Wir zeigen jetzt einfach mal kurz, um es milde auszudrücken. Wir zeigen mal ganz kurz sein Setup. So, merkt euch das einfach mal. Jetzt gucken wir mein Setup und ihr schreibt mal in die Kommentare einfach ein bisschen die Meinung dazu. Hä, warum? Warum abstoßend? Also nochmal, ich finde meins jetzt nicht viel geiler, ja? Also meins sehe ich jetzt mich auch an. Guck mal mein Setup an, das ist ja, so das ist krank. Alter. Ja, aber du hast auch einen 7 Kilo Rucksack nach hinten drauf. Ja. Oder 10 mittlerweile. Also ja, man muss schon sagen, dieser Aufbau mit den Aero-Bars in den 50 mm Spacern, das ist schon gewagt. Das ist schon speziell. Muss man mögen. So, pass mal. Es sieht schon ein bisschen wild aus. Okay. Hier. Da ist jetzt noch alles grün bis auf 1,6. Siehst du, da die Höhe? Ja. Ja. Und dann nur noch rot. Alles weitere ist nur rot. Ja. Also wir sind quasi da ganz links, ne? Genau, hier ganz außen und jetzt fahren wir noch so, ja, 20 Kilometer. Noch so wie jetzt? Und dann... Dann wirklich... Wie nochmal? Und dann... Dann wirklich... Ah ja. Gibt's die absolute Zerberstung. Ja. Nach gut 60 Kilometern erreichten wir endlich die Berge. Boah, wunderschön. Im vorerst letzten Dorf mit einer Einkaufsmöglichkeit deckten wir uns notdürftig mit Lebensmitteln ein. Laut unserer Recherche kamen später noch kleine Häuseransammlungen und Jurten entlang des Weges, aber ob es dort auch etwas zu essen gab, wussten wir nicht. Bisher war die Strecke noch halbwegs flach. Wo ist Alex? Aber die Bergformationen am Horizont gaben uns schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns die nächsten Tage erwarten wird. Als wir den Ort verließen und mein Blick weit in die Ferne schweifte, hatte ich das erste Mal dieses Kribbeln in mir. Dieses Gefühl von Abenteuer und Freiheit. Mir war bewusst, dass es hart werden wird. Aber in genau solchen Momenten spürt man das Leben am meisten. So Leute, die erste kleine Abfahrt. Das macht natürlich Bock hier. Das Storytelling mit dem Voice-Over ist brutal. Nein, schon wieder? Das war's komplett. Das war der nagelneue Schlauch. Oder ist das
Gleich Rad, klar, das Vorderrad. Ist der gleich nagelneue Schlauch von Max. Da steckt wieder irgendwas drin. Also der Platte, aber der zweite bei mir hintereinander, finde ich jetzt nicht geil, das werde ich jetzt nicht mehr los. Also mal wirklich kleinen Retalk, um über den 3-8er Pass rüberzukommen, müssten wir, würde ich sagen, mal mindestens auf 2-5 pennen. Ja, müssen wir, ja. So, wir sind jetzt auf 1-5, 1-6. Also rein realistisch gesehen, wir sind seit 5 Stunden 15 im Sattel, 73 Kilometer, 900 Höhenmeter ganz grob. Ja, wir werden... Das ist gut, die Sonne geht, siehst du ja schon nicht mehr. Das war's. Pepega, dank dir. Und jetzt der Platten und, also realistisch gesehen müssen wir eine Zwischennacht jetzt hier einschieben. Ja, realistisch gesehen ist das tatsächlich so. Das schaffen die im Leben nicht mit dem Platten. Das ist dieses Hike and Bike, ne, von dem wir mal alle reden. Ja, nur anders. Wir haben jetzt hier tatsächlich eine Einheimische getroffen, die uns angeboten hat, dass sie uns privat jetzt hier Essen bei sich in der Küche macht. Und das, ja, das ist natürlich geil. Angebot nehmen wir natürlich gerne an. Also klar, bezahlen wir natürlich auch. Aber das ist jetzt kein Restaurant oder so, sondern ja, einfach bei jemandem zu Hause. Ich muss dazu sagen, dass Alex sehr, sehr gut Russisch spricht. Und von daher ist die Kommunikation natürlich ein bisschen einfacher. Es tut mir echt leid, Mann. Nee, ich bin noch tiefenentspannt. Ja. Da. Oh ja. Ah, guck mal hier. Boah. Hier ist richtig spitz. Fass mal darüber. Oh ja. Nee, pass auf. Merkt ihr mal, ich habe eine Pinzette bei. Damit habe ich meine nämlich richtig gut rausbekommen. Junge, bei uns gehen nicht die. Naja, klar. Das liebe ich. Naja, klar. Verdammt, die ganze. Der ganze Rest Alkohol und das Lösungsmittel. Das nicht? Das ist noch eins. Oh, der ist komplett durch. Ja, yeah, genau. Junge, der Schlauch ist neu. Der Schlauch ist neu. Der hat schon wieder komplett hinter sich. Jetzt scheppert's hier. Jetzt kommt noch der Regen und das Gewitter. Aber wir haben ja hier einen kleinen Unterstand. Hier, da. Nee! Ey, willst du mich komplett verarschen? Oh, nö. Einfach die dritte Stelle entdeckt. Und das ist die Stelle. Ich muss mir überlegen, dieser Schlauch, den haben die am selben Tag noch aufgezogen. Der ist dreimal kaputt. Wo ich das gerade rausgepuppelt habe. Das war ein nagelneuer Schlauch. Du hast es von dieser kleinen Abfahrt geschafft, drei Löcher da rein. Wie geht das? Und Alex hat jetzt ein viertes Loch. Ein viertes? In seinem Schlauch gefunden. Das ist ja völlig krank. Das habe ich noch nie gesehen, dass was passiert. Wir essen jetzt erstmal und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Ja, komm, stellen wir alles ab. Alter, wirklich. Ja. Vier Löcher in einem Schlauch nach einer Aktion. Das klingt, als hättest du dich zehnfach überschlagen. Ja, also, oder? Oh Gott, das hast du doch gestern gegessen. Guck mal, das ist nicht geplant. Die lädt jetzt einfach drei fremde Menschen zu sich nach Hause ein und macht denen Essen. Oh, Tomatengürkchen. Das kannst du niemandem erzählen. Das kannst du eigentlich gar nicht mit ins Video nehmen, weil das ist so in den Videokommentaren komplett verflückt. Wie viele Patches hattest du mit? Fünf. Jetzt sind vier, vier kleben jetzt am Schlauch. Bei einer Panne. Ja, ihr habt ja noch, oder? Wie viele Patches hattest du mit? Fünf. Hast du Flugzeug dabei? Nein. Na, gar keins? Nein. Hä? Ich hab nichts. Dir werden deine drei Ersatzschläuche auch in den nächsten Tagen leer gehen. Also bisher bin ich gut durchgekommen. Ja, Tag 1. Bisher bin ich gut durchgekommen. Ja, aber ich besorge, also bei der nächsten Werkstatt werde ich mir... Komm noch, nee, das war's. Kommt jetzt keine Werkstatt. Kommt nichts mehr, Alter. Oh.
Wo soll denn eine Werkstatt auf 2000 da? So, hey, wir haben nur auf dich gewartet, Alex. Schön, dass du bei uns bist. Was brauchst du? Luft, Wechselschläuche, ein Sticker für deinen Wechselschlauch, mit neues Fahrrad. Hm? Der Magen ist voll. Alex, seine vier Löcher sind gestopft. Mein Helm ist hier im Blinkemodus angekommen. Und jetzt geht's in einen kleinen Night Ride. Er sagt original, ich kaufe mir in der nächsten Werkstatt. Und dann hast du richtig gesehen, wir gehen mal kurz zurück, hast du gesehen, wie bei Alex kurz die Realität angekommen ist. Er dachte dann so, welche Werkstatt? Komm, nee, das war's. Komm. Hier, guck mal. Ja, aber ich bin so. Hier, guck mal jetzt. Also in der nächsten Werkstatt werde ich. Nächste Werkstatt, auch noch sehr zuversichtlich. Guck mal auf die Augen. Stirn ein bisschen gerunzelt, auch sehr zuversichtlich. Nächste Werkstatt besorge ich mir. Und dann, jetzt setzt die Realität ein. Ja. Hast du gesehen? Guck mal hier, guck mal. Komm. Nee, das war's. Nee, das war's. Nee, das war's. Kommt jetzt keine Werkstatt. Kommt nichts mehr, Alter. Wo soll denn eine Werkstatt? Mein Helm ist hier im Blinkemodus angekommen. Und jetzt geht's in einen kleinen Night Ride. Ein bisschen was machen wir noch. Und dann werden wir mal den nächsten Lagerplatz suchen. Auf geht's, oder? Auf geht's. Okay. Checking. Startet. Bye bye. Alter. Boah, geile Temperatur jetzt, ey. Fast schon ein bisschen frisch. Hier ist ein bisschen Wiese, wo wir die Zelte aufbauen könnten. Da auch nochmal. Und sind hier aber direkt neben dem Weg. Was aber okay ist. Wunderschöne Aufnahme. Kommen wir nun zur statistischen Auswertung von Tag 1. Heute sind wir 76 Kilometer gefahren und haben dafür 5 Stunden 45 benötigt. Damit haben wir. Ich muss mich mal kurz hier unten hinmachen, damit ihr das vernünftig seht. Hier oben. 76 von 750 Kilometern der Gesamtstrecke geschafft. Unser heutiger Schlafplatz liegt auf einer Höhe von 1600 Metern. Wir hatten einen Anstieg von 978 und Abstieg. Überleg dir mal bitte, wie asozial dieser Anstieg ist und das am Anfang der Etappe. Aber besser am Anfang, wo noch Energie drin ist, weil du wirst automatisch ein bisschen Energie verlieren die nächsten Tage durch die Belastung. Besser diesen asozialen Anstieg am Anfang als am Ende. Stieg von 151 Metern. Dabei haben wir ca. 2406 Kalorien zusätzlich zu unserem normalen Grundumsatz verbraucht. Bis zum Pass sind es also noch ganz grob 2100 Meter im Anstieg. Naja, schauen wir mal, wann wir das schaffen werden. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen in Recovery rein, werde ein paar Stunden schlafen und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Ich hab direkt Bock, wieder loszufahren, ne? Good morning! So, jetzt mal bei Tageslicht. Hier haben wir geschlafen. Wir haben jetzt ca. 8 Uhr. Temperatur war heute Nacht sehr, sehr entspannt. 19 Grad war die Tiefstemperatur. Das heißt, ich habe den Schlafsack auch nur als Decke benutzt. Jetzt wieder alles zusammenrödeln und dann rauf auf den Bock. Auf so eine Fahrradtour hätte ich auch Bock. Und jetzt natürlich ganz wichtig, nochmal die gute Arschcreme aufzutragen, weil die bringt mich nach vorn. Jetzt nach nicht mal 24 Stunden hat man schon die ersten Erfahrungen gemacht. Der eine Packsack ist durchgescheuert, weil der Topf da an der einen Stelle war, das muss ich umpacken. Ich habe generell... Ich glaube, das ist auch viel zu schwer, oder? Recht robuste, schwere Ausrüstung mit. Die macht natürlich Spaß und die ist auch gemütlich, aber vielleicht wäre eine Ultralight-Variante bei den Höhenmeter doch ein bisschen cleverer gewesen. Und jetzt geht es hoch in Richtung Pass. Das letzte kleine Dorf hatten wir gestern Abend hinter uns gelassen und vor uns lag nun der schier endlose Anstieg hoch zum Kegeti-Pass. Ein wilder kleiner Gebirgsbach schlängelte sich parallel zu unserem Schotterweg durchs Tal. Es ist ja nicht so, dass ich keine Entwicklungssteps mache in meinen Videos, ne? Ich habe jetzt auch das erste Mal ein Voice-Over drin gehabt beim Video heute und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass ich keine Steps mache, aber immer, wenn ich dann sowas sehe vom Storytelling und so weiter, dann merkt man halt einfach, dass dieser Mann das seit 10 Jahren macht und ich seit knapp 2. Und davon eigentlich erst seit einem Jahr selbst.
hinauf. Da geht's hoch, man sieht so ein bisschen den Weg schlängeln. Jetzt wird's auch nach und nach deutlich steiler. Und ja, jetzt heißt es irgendwie Zähne zusammenbeißen, nicht zu sehr overpacen. Schön niedrigen Gang und Stück für Stück hier hochkämpfen. 200 Höhenmeter haben wir, fehlen also noch weitere 2000, um oben auf den Pass anzukommen. Alter. Ich werde jetzt das Stück hier ein bisschen schieben. Ich brenne sonst komplett aus. Ich weiß, für viele lächerlich, ist okay. Und das ist ja auch schon wieder, ne, dass er das überhaupt ansprechen muss, dass das für viele lächerlich ist. Ist doch seine Tour. Guck dir das scheiß Video doch nicht an, wenn du es lächerlich findest. Bringt nichts, wenn ich mich auf die Fresse packe oder komplett verheize. Also im Vergleich zu den anderen Touren mit Gravelbike und so weiter ist das hier wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack. Dafür landschaftlich natürlich geiler als eine Bundesstraße mit LKWs. Das Ding ist, dass ich an den ganz ekelhaften Passagen ja nicht mal filmen kann. Das heißt, wenn ihr mich hier seht am langen Arm und ich rede mit euch, dann sind wir auf den entspannten Passagen. Ja. Ich glaube, da wäre aber, so wie, also hier wäre, glaube ich, ein Hardtail geiler, oder? Wegen der Traktion. Schau mal, hier stehen schon so kleine Jurten. Mega. Muss überlegen, da leben einfach Menschen, ne? Geil. 5,7 Kilometer gefahren, ey. Ja, aber 432 Höhenmeter, wir sind auf 2000 Höhenmeter angekommen. Es wird nicht leichter. Aber hier kommen die schönen Offroad-Dinger. Also Max spekuliert halt, weil hier ist noch so Fahrzeuge fahren, dass es da oben noch einen Kiosk gibt. Ja, guck mal, wahrscheinlich mit Kühlschrank und Eistee, oder? Ja, klar. Im Leben nicht, da kommt nichts mehr, Freunde. 15 Minuten später. Ja, Mann, das gibt jetzt Frühstück. Geil. Ja, Mann, ja. Ist das schön. Gemein, Freunde, jetzt gibt's was zu essen. Ja. Da oben stehen wieder zwei, drei Jurten. Oh, ist das ein Traum. Ohne Scheiß. Der liegt da am Pend. Ich hab ihn eben geweckt gemacht. Also, nee, morgen erst. Aber haben die... Nein. Irgendwas hier zu essen. Also... Ich könnte fragen, ob die so kioskmäßig irgendwas... Irgendwas. Zu trinken, muss nichts gekocht sein, aber das... Irgendwas... Nee, morgen erst. Irgendwas zu trinken. Nee, der ist gerade aufgewacht. Jetzt habe ich alles hier hochgeschoben und jetzt gibt's hier nichts. Und der, aber der eine hat uns so die Schrank aufgemacht. Die Köchin kommt erst morgen. Ja, dann warten wir jetzt hier. Akklimatisierung. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir haben jetzt alles hier hochgeschoben. In dieses kleine Jurtendorf. Sieht natürlich wunderschön aus. Aber die Köchin kommt erst morgen. Die haben gar nichts da. Also, die verkaufen hier auch nichts. Ja. Digga, wir fahren hier gerade in die offene Wand rein, habe ich das Gefühl. Alter. Aber hier oben muss man sowas wie gleich, also sowas wie das hier gibt es irgendwo nochmal. Gerade wenn hier so Wanderer sind oder so, die sind ja 100 Jahre unterwegs. Die können ja nicht nur von Luft und Liebe leben. Er kommt, es kommt nichts mehr, hat er gesagt. Hat er? Ja. Echt? Ja. Ich glaube auch, dass nichts mehr. Ich finde es so geil, dass Alex Russisch spricht, weil das hilft dir halt in so vielen Situationen. Kommt. Ich kann dir nur sagen, was er zu mir gesagt hat. Ja, scheiße. Das war's. Ich habe noch anderthalb Riegel und wir haben zwei Pakete Nudeln. Also wenn der Typ hier zu hat, was soll denn da noch kommen? Ja. Das war wohl nichts. Und so ging es auf leeren Magen, ohne Frühstück, Kilometer. Guck dir mal an, das ist, guck mal, mit der Federung, du brauchst doch hier ein Hardtail. Das, also wenn du, wegen der Traktion. Das war. Guck mal, der fährt doch hier wie auf Eierschalen. Oh, nichts. Und ja. So ging es auf leeren Magen, ohne Frühstück. Das so, da wirst du auch bekloppt. Kilometer für Kilometer weiter bergauf. Die Schuld lag ganz klar bei uns. Und wir sind irgendwie etwas blauäugig los und haben den Abschnitt ganz klar unterschätzt. In den letzten Jahren war ich mit dem Rad auf einigen Touren in Europa unterwegs. Und da kam man halt alle ein bis zwei Stunden an irgendeinem Supermarkt oder einer Tankstelle vorbei. Aber wir sind hier. Wie langsam! Also, ich wäre auch absolut nicht schneller, ne? Hier gerade in Zentralasien, im Tian-Shan-Gebirge in Kirgisistan. Mio, danke für 10 gegiftete Subs.
läuft das alles etwas anders. Wir verbuchten unseren Fehler als Lerneffekt und trotzdem mussten wir eine Lösung für unsere Situation finden. Mir kam da spontan eine grandiose Idee. Scheiße. Ja, wir müssen die Frage, Alex, frag, ob die was zu essen haben für uns. Ich frag, was? Du bist der Einzige, der hier die Sprache spricht. Ich will das als unangenehm. Okay, dann frage ich die jetzt mega, Alter. Du musst mit dem Schein auch schon mal winken. Gibst du bitte, bitte einen Ritz? Du musst mit dem Schein auch schon mal winken. Do you speak English? Yes. Yes. Have you got some bars or snacks for us? Yeah. You can pay for it. Have you got some snacks or bars over? We can pay for it. Because there is nothing more for us. You need some food? If you have. Okay, I ask him, okay? It would be nice. Okay, no problem. Thank you. Okay. Okay. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, aber die wollen ja mit dem Fahrrad durch, ne? Junge. From Germany. So we are neighbors. I'm from Poland. Ah, nice. Do you have something fire to make hot water? Because we have... Sure. So we have we have a pot on and something. Ah, perfect. Yeah, okay. It would be very nice. Thank you. But, no? Okay. Thank you so much. Oh, perfect. Thank you. Have a nice trip. Bye bye. Okay. Yo! Yo! Foodie, Alter! Geil! Was haben wir da? Es gibt noch mehr, Leute. Wir kriegen noch mehr. Oh mein Gott. Money is no need. Okay. Hey, guck mal, stell dir mal vor, die hätten die jetzt nicht getroffen. Oh, thank you so much. Okay, this is crazy. We go to the top on the down, no problem. Okay. So Poland. Okay. Thank you very much. Thank you, bye. Also ganz kurz, um euch mal abzuholen. Wir haben ein bisschen verplant, dass hier jetzt oben gar nichts mehr kommt und waren irgendwie gestern voll im Delirium und haben uns nur irgendwie zwei Packen Nudeln geholt und Frühstück fehlt und ich dachte so, ey komm, wir haben noch richtig was vor uns. Lass mal fragen, ob sie vielleicht ein, zwei Riegel haben. So, damit ich ein bisschen Power habe. Und naja, jetzt ist komplett eskaliert hier. Craig, danke für 17 Monate. Ein Apfel. Wir haben eine Packung Käse, Alter. Richtig geil. Alter, die gibt's krass. Wir haben richtig geile Würstchen, Junge. Alter. Noch ein Apple. Oh, voll die kühl. Noch ein Apple, Junge. Ein Schokoriegel. Wir haben hier richtig fett Nudeln. Halt mal kurz. Hier noch so ein Riegel. 6 Tütensuppen. Jetzt kommt er noch mit dem Brot da hinten. First time eat this one, okay? Because it's not fresh. But it's all your food. No, we go down. We go to Bishkek. We have three weeks and we finish this trip. We go to Bishkek. Okay. Yeah, on Monday we have a flight to Poland. Ah, nice. Nice, you saved our lives. It's no problem. Oh, Gott! Das ist so ein Gamechanger. Der Plan ging auf und wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben und genau solche Momente machen ein Abenteuer doch irgendwie auch aus. Ich war extrem dankbar und man merkte direkt, wie die Stimmung im Team ins Unermessliche stieg. Koche raus und los ging es mit unserem Festmahl. Irgendwo in den Bergen von Kirgisistan, weit weg von zu Hause. So, stylmäßig wird jetzt natürlich ein bisschen hochgefahren. Ja, ich bin vorbereitet. Ich finde die geil. Ja, man muss sich hier auch anpassen. Alex holt da vorne noch Wasser. Wird jetzt noch ein bisschen was gekocht. Geil. Oh, plötzlich lebt man wieder. Plötzlich ist man wieder da. Ist schon geil, oder? Ja, das ist okay. Da sind jetzt ein paar weiße Punkte dran. Das ist, wenn du mal Käse rausholst und den nicht kühl lagerst, so ein paar Tage, dann wird direkt paranoia. Bist du da so empfindlich bei sowas? Nee, also empfindlich nicht, aber ich habe keinen Bock jetzt hier nur. Schön Scheißerei jetzt einmal. Auf den Bock. In den Durchfall rein. Jetzt hier die guten China-Nudeln oder wie die heißen. Guck mal, nochmal zur Erinnerung, von all dem hat Max nichts dabei. Ja, das kann man ja mal ein bisschen vor die Nase halten, ne? Ja. Kein Kocher. Ein Löffel habe ich mit. Löffel? Ein Löffel habe ich mit. Löffel, um aus unseren Töpfen zu essen. Da kommt die Energie jetzt. Mhm.
aus den toten Instant-Nudeln. Der Topf wird hier rumgereicht, jeder hat einen Löffel in der Hand. Jeder darf mal so 2 Minuten essen und dann geht's weiter. Das ist so bodenlos, Alter. Digga, ich bin nur am Lachen immer, Mann. Ich kann nicht mehr. Ey, jetzt haben wir eben gerade Leute getroffen, die hatten oben Eis auf ihrem Rahmen gehabt und hatten eine Daunenhose mit. Ich hab nicht mal Handschuhe mit, Alter. Ich weiß nicht. Du hast nicht mal eine Wärmejacke mit. Also, nee, das ist es. Ja. Das ist es. Damit muss ich jemanden passen. Es regnet übrigens so ein bisschen. Es tröpfelt. Ganz ehrlich, diese Radreisegeschichte, ich feiere das hart. Die geben uns richtig viel Essen, aber die Hälfte ist komplett verschimmelt. Oh, das ist geil. Schön mit dem weißen Punkten auf dem Käse drauf, ey. Ich hoffe, das macht nichts, Mann. Gib denen das Brot noch, Mann. Dann brauchen wir sie nicht mehr. Dann brauchen wir sonst nicht mehr entsorgen. Alter. Ich kann nicht mehr, Mann. Alle heben die Hände hoch. Schön, dass meine Lebensmittelvergiftung auf 3,8. Die Kühlkette war seit 3 Wochen unterbrochen, Alter. Ja, wir waren jetzt 3 Wochen in den Bergen unterwegs. Das war unser letzter Tag heute. Hier, nehmt alle. Alter. Oh, schade, schon wieder vorbei. Aber ey, bessere kurze Folgen, die länger sein könnten als zu lange Folgen, die scheiße sind.